Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zum zweiten Gruppenspiel des FIFA Active Cups. Ja Freunde, wir haben das erste Spiel gegen Patrick von FIFA Active mit 1:0 für uns entscheiden können. Das hat mich auf jeden Fall richtig gefreut. Und heute müssen wir gegen die Jungs von T-Time FIFA ran. Und das wird auf jeden Fall eine richtig schwere Partie. Sind zwei richtig gute FIFA-Spieler. Keine Ahnung, wie die das machen werden, ob da einer eine Halbzeit spielen wird. Auf jeden Fall solltet ihr das mal bei denen auf dem Channel abchecken. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Der Link zu allen anderen Teilnehmern befindet sich natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Dann kommen wir gleich mal wieder zum Squad. Wir haben Sergio Ramos durch Fernandes ausgetauscht, da Sergio Ramos doch um den Ticken besser ist. Und natürlich auch ein Goldspieler mit 87er Rating. Das sind schon 15 Punkte Unterschied. Dann haben wir wieder Messi und Dumbia im Sturm. Und wer jetzt sagt, dass Dumbia sweaty ist, der hat auch recht. Aber ja, Freunde, ich spiele nicht so, dass ich einfach nur durchrenne. Also ich spiele ihn, weil er 4 Sterne Skills hat und 4 Sterne Weak und er einfach kranke Werte hat. Und ich mit dem einfach richtig gut umgehen kann. Und ja, Freunde, das ist auf jeden Fall das Team, mit dem wir heute antreten werden gegen die Jungs von T-Time FIFA. Ich freue mich richtig, falls ihr euch auch freut. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, starten wir auch schon ins Game. So, Freunde, da haben wir dann auch schon T-Time FIFA am Start. Wir haben einen Angriff von 84, 83 und 82 in der Defensive. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Oh mein Gott, was hat er für ein Squad? Neuer im Tor, Robben, Reus, Aubameyang. Oh mein Gott, ich bin so richtig im... Und Freunde, ich wollte noch sagen, falls ich das Spiel gewinne, dann bin ich im Halbfinale. Aber jetzt ist meine Stimmung ein bisschen am Boden. Und ja, dann flanken wir den Ball mal rein. Messi, Messi, Messi. Neuer ist zur Stelle und das gibt einen Eckball. War gar kein Abseits. Erste Situation in der dritten Minute und den flanken wir gleich mal rein mit Messi. Und da steht einer. Oh mein Gott, wo springt er hin? Er springt ins Nichts. Oh mein Gott, was für ein Foul an Arjen Robben. Und ich hoffe, das gibt keine rote. Ich denke aber nicht. Ja, gelbe Karte. Und auf jeden Fall ist es richtig, richtig schwer, gegen seine Spieler zu spielen. Die haben einfach alle so 99 Pace. Also da ist mein Dumbia da vorne im Gegensatz gar nicht. Eins ist wichtig, dass wir die Partie nicht verlieren, denn dann ist alles vorbei. Ich denke, ein Unentschieden könnte auch schon reichen. Kommt drauf an, wie er gegen FIFA Active dann abschneiden wird. Oh mein Gott, die Barbo auf Messi, 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 Messi! 1:0 in der 20. Minute. Das so wichtige 1:0. Messi mit der ganz untypischen Nummer 8 macht hier das 1:0. Er beschert uns sozusagen die Führung, auf jeden Fall schön gemacht von die Barbo. Und plötzlich war Messi in der Mitte frei und macht das 1:0. Oh shit, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Lopez ist zur Stelle, der Einzige, der hier wachsam ist. Ah, läuft bei dem auf jeden Fall. Dumbia will sich hier freilaufen, bekommt den Ball aber nicht. Aber dann haben wir Rodriguez, Spiel runter auf die Barbo, flache Flanke, Dumbia. Oder Messi, wenn du willst, oh mein Gott, Dumbia, scheiße, die wandern, oh mein Gott, was war das für eine komische Situation. Ich laber hier irgendeinen Scheiß, dann gibt es jetzt Freistoß für den Gegner auf jeden Fall, dann wieder eine wahnsinnig... Keine Ahnung, seltsame, gute Situation für uns in der 30. Minute. Oh, scheiße. Aubameyang ist durch. Boah, was ein Tackling von Konko, glaube ich, war's. Richtig starke Situation. Komm, Konko, den holst du dir. Arjen Robben ist gar nichts. Konko, du bist besser. Konko, hol dir den Ball. Oh mein Gott, wie schnell ist der bitte? Nein. Oh mein Gott, was für ein Lackertor. Ganz ehrlich, Aubameyang kommt hier ganz, ganz glücklich zum Schuss. Und somit steht jetzt 1:1, T-Time FIFA hat ausgeglichen. Robben kommt hier wirklich gut durch, das Tackling war eigentlich gut angesetzt, aber Aubameyang macht dann das Tor und wir müssen dieses Spiel einfach gewinnen oder zumindest unentschieden spielen, um eine Chance aufs Halbfinale zu haben. So Freunde, Halbzeit 1:1 zwischen FIFA Allstars und T-Time FIFA, auf jeden Fall eine richtig, richtig spannende Partie. Wir sind hier ein bisschen im Vorteil, aber er spielt auf jeden Fall auch richtig, richtig gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon in der zweiten Halbzeit. Oh, Aubameyang ist durch. Oh mein Gott, Ramos ist einfach mal schneller als Aubameyang. Das hat schon was. Marquisio hat ein bisschen Tempo. Geht jetzt mal über innen, nicht über außen. Und der zieht jetzt einfach mal ab, Marquisio. Nein. Oh mein Gott, diese Parade von Lopez. Ich kann einfach nicht mehr. Dieses Spiel ist so nervenaufreibend. Meine Hände schwitzen bis zum geht nicht mehr. Ich würde mir echt so eine Controller-Lüftung holen. Also wenn es sowas gibt für den Controller. Komm, unten steht einer, unten steht einer und das ist Neymar und das ist das Tor. Das ist das Tor, 2:1 in der 77. Minute. Neymar macht das so wichtige 2:1. Sumba Neymar, der 5-Sterne-Skiller, wunderschön herausgespielt. One-Touch-Football sozusagen und somit steht es jetzt auch 2:1. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott,
Lopez, was tust du? Fuck. Unnötig, Mann, unnötig, du mit deiner Glatze. Vorher so ein gutes Spiel gemacht und jetzt macht hier einfach Aubameyang das 2:2. Das pisst mich jetzt schon ein bisschen an. Komm, die letzten 5 Minuten sind angebrochen. Jetzt haben wir hier nochmal Ibabo, flache Flanke und dort, Mann. So, Freunde, die Partie ist vorbei. 2:2 endet das Spiel und das war auf jeden Fall das nervenaufreibendste Spiel seit langem. Meine Hände schwitzen so unglaublich, dass ich den Controller nicht mal richtig bedienen konnte. Es war einfach ein Hin und Her, auf jeden Fall ein gerechtes 2:2. Aubameyang macht die 2 Tore, Dumbia hat gar keins gemacht. Messi und Neymar machen unsere Tore und Tita im FIFA hat auf jeden Fall gut gespielt. Schaut gerne bei ihm in der Videobeschreibung vorbei, ja, Freunde, beziehungsweise bei ihnen. Und sind auf jeden Fall richtig coole Jungs. Und damit ich sagen, war es auch schon wieder mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Messi ist ja Matchwinner zumindest von unserem Squad. Und damit ich sagen, war es mit dem Video. Und ich sage wie immer, ciao Leute, FIFA All-Star.